Und außerdem machen wir eine Kampagne. Und geben gleich noch Geld für die Messe aus. Hier 300 Millionen. Wir haben 1,2 Milliarden auf einmal. Das ist doch echt nicht zu fassen. Und das im Jahr 29. Allein mit Kürt. Alter, vor 10 Minuten oder so. Jetzt auf einmal 140. Das ist ein bisschen wenig. Müssen sie sich mal ranhalten. Alter, vor 10 Minuten oder so waren wir noch bei 600.000. Wir haben unser Budget verdoppelt, allein durch Grid. Alter. Ich würde denen gerne noch ein bisschen mehr Geld geben, aber ich glaube, das geht im Moment nicht so wirklich. Ich denke, die Einstellungen passen dann auch. Oder ich meine, wir können es ja mal probieren. Was passiert, wenn wir zum Beispiel auf New Content setzen und Marketing mal runternehmen? Wie verändern sich die Werte denn dann? So, Spielweltdesign weit nach unten, Sound nach oben. Grafik ist wichtig. Basic Holograms, Animated Textures. So. Sound 99. Soundtrack und Surround Sound. Ja, das passt. Spielweltdesign 98%. Echt so viel. Gut, sind ja auch nur kleine Sachen. Open World Tag nachts, ja gut, dann passt es ja eigentlich. Kann man alles so lassen. So, ich sollte die Grafik machen. Spielweltdesign macht Brian. Und den Sound. Aaron hat jetzt halt nichts, ne? Dann macht der das Spielweltdesign. Und den Sound macht Sebastian. 117. Das ist nicht so gut, nicht so gut, aber ich denke. Der Sebastian Candles, ich meine, er hat den Programm, doch Programmierwettbewerb gewonnen. Soll er jetzt auch was tun für sein Geld? Was er da gespendet hat. Oh, und schöner Hype, schöner Hype. Und jetzt kommt natürlich noch die Messe gleich. Alge Spielengine, Quellcode, ja, verschenken, verkaufen, abweisen. Sind doch Fans, genau, ja, komm, den kriegen die. Wir machen die einen auf Crytek. Ein kleines SDK. Hau mal raus dafür. Ein Software Development Kit. Oha, 1,4 Millionen, werden auch immer mehr. Bester Messestand natürlich und bester Hype. 40.000 Fans für 2.000. Eieiei. 2.000 Geld haben wir bezahlt und haben 40.000 Fans bekommen. Da würde ich ganz gerne eigentlich hier die Hälfte vom Geld raushauen und dafür 344 Millionen. Aha, ist ja nicht schlecht. Und dafür dann halt Fans bekommen. In diesem Verhältnis, also 20 für 1. Hau mal eine Milliarde raus und kriegen 2 Milliarden Fans. Ist doch bestimmt ein guter Handel. Rentiert sich auf Dauer. So, könnt ihr noch ein bisschen zulegen hier. Und die wollen den Urlaub langsam. Können sie im Urlaub gleich das neue Spiel spielen. Construction Destruction. Sehr viele Designpunkte für ein Actionspiel, aber... Gut, wir haben ja auch viele Designer. Da kann das schon mal passieren. 3D-Grafik V2 hat ein Level-Up. Ich habe ein Level-Up. Wir haben unser Spiel raus. Und die brauchen Boost zum Trainieren. Dann machst du Spielebericht. Nein, wir warten einfach mal kurz. Wir können ja gleich wieder boosten. Erste Bewertungen für das Spiel erhalten und die sehen... Doch, leicht besser aus als das Spiel davor. Es könnte unter anderem ein reines 10er werden, aber nein, eher ein 9,75er. Ich denke, damit kann man leben. Ich würde es mir kaufen, vielleicht. Fast perfekt. Aber was wir hätten besser machen können, das kannst du natürlich nicht sagen. Eine super Rezension. So, ihr dürft in den Urlaub... Ab in den Urlaub.de und so hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Klarer Trend zu Actionspielen. Wunderbar.
wahrscheinlich durch unser Spiel, was wir gerade rausgehauen haben, in den Urlaub schicken. Oder Geld für Forschungspunkte ausgeben. Das wäre auch schön. Oh, in der ersten Woche gleich 1,4 Millionen verkauft. Nicht schlecht. Und wir haben 55,5 Millionen eingenommen. Das ist zwar nur ein kleiner Teil dessen, was wir durch Grid bekommen, aber ich denke, das kann sich schon sehen lassen. Du darfst den Spielebericht machen. Boah, Alter, wie das in die Höhe schnellt. Alter. Nicht schlecht, Herr Specht. Was? Kuchen? Dave Johnson hier, hör zu, du hast unsere geliebten Fässer sehr gut in Construction Destruction platziert. Die Eierköpfe in der Werbeabteilung sagen, dass die Einnahmen dadurch gestiegen sind, was mehr Wissenschaft für uns bedeutet. Gut gemacht, hier, nimm diesen Kuchen. Yay! Iss einen Kuchen, bring die roten Fässer groß raus und Action! Juhu! So sieht es aus, wenn man ein Achievement bekommt. Jetzt müsste auch hier gleich das Steam-Fenster kommen, aber ich habe Steam ausgeschaltet, also mich auf Offline gestellt. Ich weiß nicht, ob es dann trotzdem kommt. Software Development Kit können wir erforschen, wunderbar. Branchenneuheiten. Ja, 5 Millionen. So, ihr seid aus dem Urlaub wieder da, aber ihr dürft vielleicht auch noch AAA-Spiele machen. Da geht's jetzt ja, da siehst du das Steam-Abzeichen, wunderbar. Abzeichen ist es nicht, ist ja nur ein Achievement. Bevor wir an AAA-Spiele gehen, ne, da brauchen wir sowieso noch ganz viele Spezialisten. Aber egal, wir forschen uns einfach schon mal, damit wir es haben. 2000 dauert mit 3 Millionen pro Monat, ja, das ist nicht so lange. Und dann können wir hier in dem F&E-Labor fürs Erste erstmal schön fett die ganze Zeit Forschungspunkte generieren lassen, genau. Wir haben bewiesen, dass wir große Spiele herstellen können. Lass uns doch mal sehen, ob wir auch Spiele entwickeln können, die so umfangreich und von einer so hohen Qualität sind, mindestens 5 Meter, dass sie eine ganz neue Kennzeichnung etablieren. Um einen Begriff aus dem Finanzsektor zu benutzen, werden sie mit AAA bewertet werden. Oder mit Worten aus der Filmbranche, es sind echte Blockbuster. Hoffentlich kommen da nicht die Ghostbusters. Yeah. Wenn du noch kein Fan von Scalipone sein solltest, dann stehen die Chancen gut, einer zu werden, nachdem du ihren letzten Hit Construction gespielt hast. Haben wir auch schon alles gelesen. Bestes Spiel aller Zeiten und so. Obwohl es was anderes war. Aber ihr wisst schon. So, ihr trainiert. Technologie hast du schon weit oben. Dann macht er mal Forschung. Forschungspunkte. Damit wir. Das ist kleine Investition, damit er später. Wenn wir später mehr haben, außer du, weil du ja hier noch wesentlich Freiraum hast. Sehr viel Freiraum. So, du trainierst Design. Also die auf dem Maximum sind, ne, die können hier Forschungspunkte generieren. Also Forschung trainieren und dementsprechend Forschungspunkte generieren. 10 Millionen Diamant, Alter. Das Spiel verdient wirklich eine AAA-Bezeichnung. Ein Unternehmen namens Rise VR hat ein Virtual Reality Headset entwickelt, das endlich den Weg zu einem wahren 3D-Erlebnis ebnen soll. Das neue Headset heißt Visorius, sieht aus wie eine riesige Skischutzbrille und bietet ein großes Blickfeld sowie eine fast perfekte Bewegungsverfolgung. Nach einem ersten Test klagten einige Spiele über Übelkeit, aber mit dem richtigen Spiel kann diese Technologie sicherlich das Spielerlebnis weiter vertiefen. Neue Forschung verfügbar, Visorius Unterstützung, also quasi Oculus Rift. Boah, die kommen ja auch dieses Jahr raus, wenn ich mich nicht irre. Alter, krass. Du machst auch mit dem Boost. Bei euch warten wir noch, bei dir habe ich leider vergessen, auf den Boost zu warten. So, Rage Action, großartig, KI, sehr wichtig, okay. Hatten wir, glaube ich, zu weit unten. Du trainierst. Du trainierst. Was trainierst denn du mal? Technologie. Und ihr beide könnt ihr vielleicht eine kleine Auftragsarbeit machen. Also eine kleine, das sieht gut aus. 5 Wochen, ja, das passt. Sehr schön, sehr schön. Wie sieht es mit Grid aus? Das ist ein Monatseinkommen bei denen, gell? Habe ich schon mal erwähnt, dass das vielleicht leicht übertrieben ist?
Ich bin mal gespannt, was er nächste Monat so bringt. Ja, schade, hat sich nicht mehr gelohnt mit dem Boost. Es sei denn, wir hauen gleich das nächste Training hinterher. Naja. Ah, jetzt plus 8. Naja, gut. Wird schon irgendwie passen. Gucken wir uns nochmal Game Design. Und du, Fräulein, begnügst dich auch mit Game Design. Könnt ihr jetzt zusammen unterrichten? Ach nee, wir haben keine Forschungspunkte. Verdammt! Auftragsarbeiten, hurra! Ausgezeichnete Arbeit. Ja, na komm schon, Auftragsarbeit. Ein Film! Sie brauchen unsere Unterstützung bei einem Film, okay. Solange er nicht von Uwe Boll ist, dürfte ja das keine so schlechte Idee sein, da mitzuhelfen. Fast 600 Millionen eingenommen und 15 Millionen verkauft. Alter, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich freue mich. Ah, das waren gerade 1,2 Milliarden. Was ist da los? So, du darfst jetzt auch nochmal Game Design trainieren. Und dann reicht es auch wieder mit Trainieren fürs Erste, glaube ich. Wir arbeiten die Auftragsarbeiten noch ab und dann geht's wahrscheinlich auch demnächst ans nächste Spiel. Wunderbar, wunderbar. Auftragsarbeit. Hier nochmal Computer installieren. Sehr schön. Wir sind so schnell. Okay, das sieht... Obwohl, es sind auch fast 1 Milliarde, ne? Dann warten wir mal, was da noch so kommt. Ob da vielleicht jetzt auch wieder ein hoher Wert ist oder ob das... eher niedriger, sonst müssen wir wieder umstellen. Gut. Neues Spiel, oder? AAA-Spiele dauern ja noch. Ein MMO könnten wir machen. Oder mal wieder eine Fortsetzung von irgendwas. Aber wenn wir noch neue Themen haben, dann müssen wir keine Fortsetzung machen. Und zwar würde ich jetzt gerne... Machen wir mal eine Tennis-Simulation. Für den PC. Simulation bei den beiden ist ja nicht so gut, ne? Aber wo denn sonst auf dem Crimac? Haben wir sonst noch irgendwo ein PC-artiges Teil? Nein. Leider nicht. Dann hier eine Konsolenportierung für den Absatzmarkt. Wir leben schließlich im Kapitalismus. Und wir nennen es... Mhm. Verdammt. Das Textfeld ist viel zu klein. Nur 2 Buchstaben, das geht nicht. Dennis spielt Tennis mit. Okay, gut, hier sollte eigentlich noch seines stehen. Seinem. Passt leider nicht rein. Na. Punkt. Dennis spielt Tennis mit seinem Pony. Ne? Mit seinem Pony spielt er Tennis. Denn Dennis wird sich freuen, wenn er Tennis spielen kann, weil Tennis macht Spaß, glaube ich. Gehe ich mal von aus. Ich habe es bisher nur einmal im Urlaub gespielt mit meinem Vater. Als uns ein bisschen langweilig war. Ich komme da einfach nicht drauf klar. Alter, 1,4 Milliarden! Am Anfang von dieser Folge, guckt man bitte nach. Es sei denn, wir sehen es am Anfang der Folge, dann am Anfang der letzten Folge. Wie viel Geld wir da hatten und jetzt vergleicht es mal mit dem Wert.
Und wir hatten dazwischen ein oder zwei Spiele rausgebracht. Alter.